Tatsächlich, das ist das französische Armeemesser, das Kack. Ja, das ist nicht meine Idee gewesen, dieser Name. Kack heißt es. Ein wirklich schneid freudiges Teil. Schaut meiner Meinung nach auch cool aus mit Axis-Lock und sowieso und überhaupt und Glasbrecher und auf Rettungsmesser. Und wenn ihr interessiert, was kann, bleibt dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Val d'Olabadie. Hinter mir das Weidehaus Hinterstaff und red mal über das Messer. So schaut das aus. Das gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen von TB Outdoor. Die haben wir auf der IWA 2022 kennengelernt. Ein französischer Hersteller und das ist wirklich gemacht in Frankreich. Alles. Ich habe gefragt, alles? Und sie sagen, ja, alles. Also glaube ich Ihnen das ganz einfach. Das hier ist ein Kunststoff. Ich finde, dass das Messer sehr schön ausschaut. Ich meine, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Es ist ein Rettungsmesser, wie du unschwer erkennen kannst, mit einem Gurtschneider hier auf dieser Seite, einem Glasbrecher. Der Gürtelgip kann auf beide Seiten montiert werden, kann demontiert werden. Was ich übrigens empfehle, wenn du das als Bushcraft-Messer verwenden willst. Also wirklich für, weil es ist auch wirklich schnittig. Also das Ding beißt auch wirklich. Also das hier ist Esche. Und das schneidet wirklich fett rein. Das Einzige ist halt, da wird dieser Clip hier etwas stören. Wenn du es aber als Rettungsmesser benutzen willst, was es ja auch tatsächlich ist, ja, dann kannst du ihn natürlich drauf lassen. Ich glaube, dass das kein Thema ist. Übrigens, ich habe vor kurzem ein Video gesehen von einem Deutschen. Ich bin hier in Österreich, mir ist das sowieso wurscht. Das Rettungsmesser unter speziellen Bedingungen. Ja, Rettungsmesser. Und das ist ja ein Rettungsmesser. Das wird halt von der Schweizer wollte ich sagen. Von der französischen Armee halt auch eingesetzt. Das macht ja nichts. Aber ein Rettungsmesser 42A konform sein kann unter speziellen Bedingungen. Ja, schau dir das ganz einfach an. Ich versuche das Video hier unterhalb des Beschreibungstexts zu verlinken, damit du das anschauen kannst und mach dir ganz einfach ein eigenes Bild darüber. Aber wie gesagt, hier in Österreich ist es uns, also besonders hier im Buschkraftareal ist uns das sowieso egal. Nein, schau her. Das Ding ist wirklich schön schnittig, das macht richtig Spaß, liegt sehr gut in der Hand. Auch dieser Guard hier, der hier mit eingebracht ist, da kannst du relativ weit nach vorgreifen und dann ausarbeiten. Übrigens, für billige Eigenwerbung, das Messer gibt es genau in dieser Ausführung hier, nämlich mit glatter, so, dass ich es aufkriege, mit glatten Anschliff bei uns im Shop. Billige Eigenwerbung, gebe ich da natürlich den Link. Das gibt es auch in der Standardausführung. Ist es übrigens so, tatsächlich so, dass hier ein Flaschenöffner mit dabei ist. Ein Flaschenöffner. Die Franzosen haben mir erklärt, und ich glaube denen das, dass das die Anforderung der französischen Armee war, dass ein Flaschenöffner drauf ist. Ich glaube, das ist ganz einfach so und soll so sein, stört ja auch nicht. Und ja, ist ganz einfach so. Es gibt es auch mit Wellenschliff, den haben wir nicht im Programm. Ich bin der Meinung, dass auch für ein Rettungsmesser ein glatter Anschliff ausreichend ist. Was du aber unschwer erkennen kannst, das ist das hier. Wenn du beginnst zu arbeiten, wenn du jetzt härtere Arbeiten machst, nämlich schnitzen, nicht nur irgendwas so. Ich werde das nicht tun, ich werde meine wunderbare TT Maine Coon Jacke, oder wie auch immer die heißt, gebe ich da auch unten den Link und oben bei mir schauen, kannst das Video anschauen. Die werde ich jetzt nicht aufschneiden, aber das geht mit dem glatten Anschliff genauso gut. Ich bin der Meinung, dass das keine Rolle spielt. Was auch interessant ist, das ist dieser kleine Mechanismus hier. Du hast jetzt hier, das ist eben die Schraube, die diese Klinge hier festhält. Na, ist dann ein Axis-Lock, rastet dann hier ein und das funktioniert großartig. Du kannst jetzt hier diese Schraube sichern. Was meine ich damit? Wir werden jetzt danach ein paar Arbeiten machen. Wenn man jetzt ein bisschen härter arbeitet, ich meine, dass das kein feststehendes Messer ist, dass das kein Bushcraft-Messer feststehend ist, so wie der Reini Rossmann Biber, das entschuldige jetzt der Irbis, aber es gibt auch den Biber, aber ist ja wurscht, billige Eigenwerbung gibt es auch bei mir im Shop. Das ist ganz klar, das ist wirklich logisch. Aber bedenken wir natürlich, gewisse Arbeiten muss das aushalten. Es muss halt was aushalten, Rettungsmesser, französische Armee, sowieso und überhaupt. Ne? Und daher kann man hier, du stellst dir den Widerstand ein und dann machst du, na, über diesen Bereich hier, und dann gibst du die Schraube rein und die Schraube hält dann sozusagen die Klingenschraube. Und somit ist das schön fest und fix und super und wunderbar. Haben sie mir so erklärt und ich glaube ihnen das. So, ich finde von der Optik her, also ich finde das Messer einfach wunderschön. Ich meine, das musst natürlich du jetzt entscheiden. Etwas, was man natürlich ein bisschen am Gaga geht, aber ja, man muss Kompromisse machen. Nein, da geht man wirklich am Kacker. Das ist das hier, Kack. Nicht der Name Kack, sondern das hier. Und zwar, wenn du jetzt wirklich den Daumen auflegst, ohne dass du einen Handschuh anhast, dann wird das auf Dauer unangenehm, weil das macht dann Tiberhände. Aber das ist auch schon das Einzige, was man nicht taugt.
Lass uns was arbeiten. Heute ist es ein bisschen windig hier auf Waldhuller-Partee, aber das ist halt so. Ich bin hier auf der Feuerstelle, eben von diesem Weidehaus Hinterstaff. Ja, und da wollen wir jetzt ganz einfach ein paar Hackarbeiten machen. Auch das ist wieder eine Esche. Die habe ich vor einiger Zeit in einem anderen Video gezeigt, nämlich bei der Baumsäge von auch einem Franzosenteil, nämlich Opinel. Die habe ich da oben beim Eden-Link. Und auf jeden Fall wollen wir da jetzt mal ein bisschen arbeiten. Also schau, eins ist auch klar. Dieses Teil hier ist kein klassisches Outdoor-Überlebens-Bushcraft-Messer. Es ist ganz einfach so. Aber die Frage ist halt, haltet es das aus oder kann ich es dann nachher gleich wegschmeißen und in den Müll geben? Ja? Und genau das ist die Frage, dass das, wie gesagt, natürlich mit einem feststehenden Messer einfach nicht vergleichbar ist. Ja? Das ist klar. Und ich auch, wie soll ich sagen, ich habe da jetzt irgendwie, und das hängt nicht davon ab, dass es ein reines Auswahlmesser ist, sondern ganz, ich habe da einfach ein besseres Gefühl. Ich habe da nicht die Angst, dass man das zuklappt und meine Finger ein, irgendwie so, was der einzwickt. Das habe ich da nicht. Da bin ich da ein bisschen skeptischer. Daher muss ich halt nach jedem Mal hauen, wieder nachschauen, ob es eh noch sitzt. Und es sitzt auch noch. Also das passt alles noch. Was ich nicht machen werde, oder soll ich es doch? Ich weiß noch nicht. Na, ist egal. Auf jeden Fall so Hackarbeiten, aber es ist extrem leicht. Schau auf den Link unterhalb vom Video, du wirst sehen, das ist wirklich leicht und dadurch kriegst du halt auch keinen richtigen Zug zusammen, aber man kann es natürlich auch normal aufmachen und normal zumachen, aber das haut alles hin. Und natürlich, was tut man, also ich zumindest meistens mit einem Messer, Karton schneiden, Backerl aufmachen, sowas in der Richtung. Und das ist jetzt hier so ein Karton von einer Verpackung, also weiß ich nicht, ist das zweiwelliger Karton? Kann man das irgendwer sagen, zweiwellig, dreiwellig, 18-wellig? Nein, also zwei, wurscht, Karton einfach. Und das Ding baut sich wirklich schön durch, also da gibt es ja mal nichts zum Sudern. Keine Sorge, ich weiß, dass ich hier mitten im Nirgendwo bin. Es ist hier absolut, wie gesagt, absolut nichts rund um mich. Waldurlaub.at. Und ich weiß, dass jetzt wieder der eine oder die andere mir erklärt, du hast aber das Papier runtergeworfen. Ich werde es wieder aufheben. Ich werde nicht unseren eigenen Platz, wo Leute herkommen und Urlaub genießen wollen, ich werde den Platz nicht verdrecken. Ja? Ich werde das ganz einfach alles aufheben. Also sicher. Daher. Aber es geht ja ums Messer. Bissig. Ich meine, ja, ist das ein Messer, wo ich sage, das brauchst du unbedingt? Nein, aber es ist cool. Es ist einfach cool. Und die Manuela, also meine Frau, mag das total. Es ist ihr Lieblingsmesser geworden. Ja, es ist ihr absolutes Lieblingsmesser geworden. Sie hat es übrigens in Wellenschliff-Variante, weil sie meistens, also der Wellenschliff übrigens, der ist dann hier an der Stelle, also genau da, wo ich ihn nicht haben will, aber das ist ein anderes Thema. Aber sei es drum, wenn man jetzt sagt, ich will mehr schnitzen oder mehr diese Schnittleistung haben, nämlich solche Schnittleistungen hier, dann bin ich der Meinung, dass du mit dem glatten Schliff einfach viel, 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 viel besser fährst. Natürlich, Wellenschliff, der wird das jetzt total zerreißen und aufreißen. Aber daher, ich halte das für ein Rettungsmesser. Echt. Echt für cool. Gibt es immer wieder lustige Leute, die sagen, mach einmal einen Messerwurftest. Also, ich halte ja nichts davon. Ich halte überhaupt nichts davon, aber wenn es unbedingt sein muss, dann... Also ich bin der schlechteste Messerwerfer wahrscheinlich weit und breit, aber lass uns das herausfinden. Okay? Hat nicht funktioniert. Ja, ich bin ja wirklich schlecht. Ich bin wirklich schlecht, aber... Verdammt! Schon wieder nicht. Okay, 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 okay. Erst steckt das Messer sogar im Boden. Aber... Der hinten da, dieser kleine Huppel, dieser Glasbrecher, hat da gleich was kaputt gemacht. Also ich bin wirklich der schlechteste Messerwerfer aller Zeiten. Es tut mir irrsinnig leid, ich bin da wirklich, wirklich überhaupt nicht gut drin. Vielleicht so hinwerfen, so. Ach, ja. Einmal noch. Ich gebe es auf, aber... Das ist halt kein Wurfmesser, sondern ein Rettungsmesser. Aber meine Güte, na super, so eine Sauwirtschaft nur für so einen depperten Messertest. Aber ich gebe das natürlich jetzt alles auf, das ist ganz klar. Aber das Messer, ja, das Problem, der Nachteil dabei ist halt, bei dieser Schwarz, es gibt es auch in Gelb
und ich glaube in anderen Farben, da ist es ganz einfach so, das sieht man halt sehr, sehr schlecht. Ja? Das ist der einzige Nachteil. Aber wenn du das als EDC haben willst, wenn du das darfst, wie gesagt, informiere dich wegen 42a, mach das gern, dann ist es sowieso wurscht, weil dann hast du einen eleganten Schnitzer mit dabei. Aber jetzt so am Waldboden ist irgendwie nicht so cool. Na egal, auf jeden Fall cooles Messer. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und werde dann wieder mal berichten. Nicht hier am großen Shop-Kanal, sondern am Messerkanal, auch oben beim i-Klicken. Ich habe einen eigenen Messerkanal, schaut auch das an. Aber jetzt interessiert mich, kennst du TP Outdoor? Kennst du dieses Kack? Ja, kennst du dieses Rettungsmesser der französischen Armee? Was ist da deine Meinung dazu? Stahlsorten und so weiter. Wie gesagt, ich gebe da unten den Link, schau dir das ganz einfach an. Ja, das wäre irrsinnig cool und vielleicht magst du ja auch ein René Rossmann K4-Produkt checken, wie für das Benchmade Bugout eine wunderbare Steckhülle als Neckknife oder am Gürtel, beziehungsweise das hier als EDC, wenn du gerne raucht. Ah, wurscht, vollkommen egal. Ist alles billige Eigenwerbung. Link zu Waldurlaub gebe ich dir natürlich auch. Hab mich gefreut. Bis dann und au revoir.